Grabwächter, Grabwächterinnen, hier spricht Ustra Ahaso, das ist Harvest Moon Back to Nature und es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, dass es im Sommer heiß ist. Wir sind aber im Herbst und hier gibt's keine warmen Sommer, also lass die Hosen ja an. Auch damit ich nicht vor Fantasien nach hinten kippe, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, ich bin rot im Gesicht, für alle, die nachschauen, ich war im Hallenbad. Das ist die Kurzgeschichte. Ihr könnt euch... Denkt euch einfach den Rest. Oder auch nicht. Ich war im Hallenbad und jetzt bin ich... Jetzt habe ich Sonnenbrand. Okay. Das ist doch mal eine Geschichte, die in die Ewigkeit eingehen wird. Finde ich schön. Und hi, und dass ihr wieder... Schön, dass ihr da seid. Oh ja, wir haben Herbst. Wir haben schon alles gekauft für das Feld. Und es ist ziemlich lange her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Nämlich so ungefähr eine Woche. Zwei. Warum wir zwei Wochen ins Land gehen lassen haben, lag wahrscheinlich daran, dass ich Urlaub hatte. Und ihr wahrscheinlich letzte Woche gefragt habt, wo ist meine Folge Harvest Moon? Ich brauch das! Ich brauch das! Ich brauch das in meinem Leben, ich brauch das in meinen Adern! Sorry. Aber auch ein Pharao macht einmal irgendwann Urlaub. Und diese Zeit war gekommen und ich hatte sehr viel Spaß im Urlaub. Wenn ihr mich gefragt habt, wo ich war, ich empfehle es immer wieder gerne. Auch wenn es vielleicht ein bisschen in eure Tasche greifen will, ist der Gersfelder Hof in Gersfeld. Dies ist nicht sponsored, aber ich habe gefragt, ob ich darüber einen Blog schreiben darf. Ich habe darüber übrigens einen Blog geschrieben, über den Gersfelder Hof in Gersfeld, auf meiner Website. Tatsächlich, aber letztes Jahr schon. Meine Meinung dazu hat sich nicht geändert. Es macht Spaß, da zu sein, es ist toll da. Und die Wasserkuppe ist sehr schön, von da oben aus sieht alles sehr klein aus. Das am Rande hier. Also wenn ihr mal ein Bergziel haben wollt, der höchste Berg Hessens, bedeutungslos für die Welt, für Hessen sehr bedeutungsvoll. Dann ohne Hose durch die Pyramide für alle. Ach Leute, ohne Beweise kann ich euch das leider nicht glauben. So funktioniert das ja nicht. Ihr wisst doch. Ach, das ist mehrfach erntbar, nice. Beweise bitte an ustrapost@gmail.com. Was? Bitte schickt mir keine Bilder. Wenn, bitte an Sayo. Die muss das erst bewerten, ob ich das sehen darf. Dankeschön. Nun, auf geht's. Auf geht's mit Harvest Moon. Ich habe gute Laune übrigens. Das habe ich meistens, wenn ich mir... Dankeschön übrigens an alle die, die immer meine komische... Oh, du wolltest gerade schon. Nee, es ist okay. Es ist okay. Alle können sich natürlich alle gerne Bee anschließen und Bilder schicken. What? Ich meine, mir macht das nichts aus. Offensichtlich, wenn ihr meine Geschichte vor dem Stream gehört habt. Deswegen bin ich ja rot, ihr wisst warum. Ohne Hose bedeutet übrigens Unterhose an. Wer auch das nicht anhat, wow, mutig. Das hier zu sagen. Ohne Hose sollte das nächste Emote sein. Ich weiß nicht, wie. Warum? Man könnte wahrscheinlich eine Hose zeichnen, was so aussieht, als ob die Hose wegfliegen würde. Das wäre schon witzig. Wir machen eine Sammlung und ich muss raten, zu wem welches Bild gehört. Leute, interessante Idee, sagt Vala. Höchstwahrscheinlich zu dem Emote, aber ich denke auch zu Taya. Ihr wisst schon, was passieren wird, oder? Ihr kennt alle One Piece? Ich werde an Nasenbluten sterben. Ich kann eine Woche dann nicht streamen, weil ich am Topf hänge. Aber gute Idee. Ihr werdet überrascht, was ich alles erraten kann. Wir können ja wetten. Ich habe keine Schere dabei, das ist schlecht. Wir können ja wetten, was ich so alles erraten kann. Egal, nicht, nein, wir müssen Harvest Moon spielen. Wir dürfen nicht über sowas reden. Ja, ich hatte ein bisschen Urlaub, das wollte ich sagen. Und ich hatte sehr viel Spaß in meinem Urlaub. Über diese Brücke bin ich jetzt schon gegangen. Wir brauchen noch einen Wetteinsatz, gute Idee. Irgendwas wollte ich noch sagen.
Emotes, ja. Ich habe noch nicht drüber gesprochen. Ich würde gerne, immer noch. Ich glaube, das ist für einen in Ordnung. Der Twitch Tier 3 ist wirklich das merkwürdigste Support-Gerüst, was ich je gesehen habe. Es kostet super viel Geld im Monat. Aber du unterstützt den Streamer überkrass. Und irgendwie Twitch auch. Mit diesem, weiß ich nicht, also Tier 3 Subs. Ihr wisst das, es ist glaube ich 5 Euro, 10 Euro und dann 25 Euro oder so irgendein crazy Shenanigans. Und für die 25 Euro Shenanigans, die kriegen ein eigenes Emote. Die 10 Euro Leute kriegen auch ein eigenes Emote. Für 10 Euro würde ich fast machen, das ohne Hose Ding. Glaube ich, weil wir nichts anderes haben. Und ich finde Flamongot ist okay, aber Flamongot ist schwierig, weil viele Leute haben einfach null Verbindung zu Flamongot. Avusel ist okay und Avusel ist einfach unser Gott und Maskottchen hier auf dem Kanal. Aber Avusel ist halt super unbekannt und und Flamongot ist super unbekannt. Avusel. Deswegen müssen wir uns da mal was einfallen lassen. Aber ohne Hose durch die Pyramide würde gehen und dann für die Gold-Super-Subs, Tier-3-Subs, würde ich ein goldenes High-Emote machen. Weil das High-Emote ist, denke ich mal, super universal, das hat fast jeder Channel, ist auch okay so. Soll ja auch so sein. Und was das noch hat, unser Channel hat ja einen wunderbaren Slogan, nämlich komm vorbei und sag Hi. Ich glaube, ich muss diesen Slogan übrigens ändern, weil das nehmen im Moment voll viel in irgendwelchen Abwandlungen, vor allem komischerweise voll viele Channel, die ich kenne. Und das mit dem goldenen High ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und ich glaube, ich brauche einen Slogan für den Kanal. Ich setze ein Kopfgeld aus für den Slogan vom Kanal. Ich weiß noch nicht was. Was wäre ein gutes Kopfgeld? Für einen Slogan für den Kanal. Was entweder Pyramiden oder Pharao bezogen ist oder irgendwas. Oder irgendwie miterleben, irgendwas so bezogen ist. Die Rahmenbedingungen werde ich noch überlegen. Eventuell schreibe ich das in Discord. Und ich lasse mal die Kreativität der Leute ein bisschen spielen. Und werde dann tatsächlich dann irgendwie ein Kopfgeld aussetzen. Auf den Slogan, den ich dann nehme. Das wäre eine coole Idee. Ich weiß noch nicht, was das Kopfgeld sein wird. Müssen wir mal schauen. Nein. Kopfgeld hört sich so blöd an. Es ist eine Belohnung. Aber ich finde, Kopfgeld hört sich cooler an. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, Sayo hat das bis Ende des Streams hat sie das bestimmt schon fertig ausgearbeitet. Außer irgendwie das Kopfgeld selbst wahrscheinlich. Mach das. So. Der erste Tag heute, kein gutes Management. Viel rumgelaufen. Wir sind zu keiner Schnipse gekommen. Nee. Es ist kein Zeichen. Es ist wirklich nur ein Slogan finden. Nur ein Slogan. Weil ich finde, wir haben irgendwie kein... Das ist mir schon letztes Mal aufgefallen. Wir haben irgendwie keine Catchphrase, wie man das auf Englisch nennt. Und ich glaube, ich hätte sowas gerne. Ich hätte sowas wirklich gerne. Und ich glaube, dass ich hätte das gerne. Entweder, ich weiß nicht, für Ahaso Arts oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht genau für was. Ich denke doch eher für Ahaso Arts. Ich habe keine Ahnung. Außerdem gucke ich mal eben. 103. Und heute, Fimsel. Heute spielen auch jede Menge wieder mit bei unserer wunderbaren Plitschi-Platschi Folter-Kammerspiel. Das wird bald enden übrigens. Also wer noch Plitschi-Platschi spielen will, ist jetzt die beste Möglichkeit, weil wir sind schon über 100 Einträge. Und das ist, ich meine, das ist Sommer, okay. Aber vielleicht müssen wir, nein, nimm's nicht mit! Ich bin noch nicht bereit dafür! Wehe, du nimmst es nicht mit. Ich hasse dich so sehr. Du hast halt 5 Liter getrunken. Ich arbeite noch am ersten. Ha! Das ist kein Witz. Ich trinke sehr, 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 sehr wenig bei heißem Wetter. Und ich weiß, das ist extrem unverantwortlich und ich bitte ihn nicht nachzumachen. Bitte trinkt sehr viel. Trinkt viel. Im Stream trinke ich mehr als im ganzen restlichen Tag.
3-1-5er sind schon leer. Wow. Gut. Also alle, die sich was zu trinken holen wollen, bitte tut das. Das Wetter ist sehr, sehr warm und bitte macht nicht den Ustra. Ehrlich, bitte macht nicht den Ustra, weil das ist nicht gut für euch. Das ist für niemanden gut. Am Mittwoch hast du 9 Liter gebraucht. Auch das völlig in Ordnung. Keine Sorge, das kommt alles wieder raus. Ihr habt bei dem warmen Wetter auch keine Wassereinlagerung als Frauen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Zumindest so, wie ich das alles verstehe. Ihr könnt gar keine Wasseransammlungen haben in der Zeit. Deswegen trinkt ganz viel. Außerdem ist Trinken ganz gut, gerade wenn ihr viel Wasser trinkt bei dem warmen Wetter. Das ist fast wie eine Detox-Kur. Also ihr kriegt alles, alle ekelhaften Schadstoffe kriegt ihr auch ganz gut raus. Weil ihr schwitzt viel und ihr geht oft aufs Klöchen. Und das ist gut für euch. Macht nicht den Ustra bei warmem Wetter. Aber ihr müsst ja auch verstehen, ich bin Pharao. Ich bin das warme Wetter auch gewohnt. Ich trinke einfach nicht so viel. Ja, genau. Du schwitzt das meiste einfach aus. Aber auch das ist ungesund. No. Bitte viel trinken. Oder ihr macht einfach mir nach und trinkt jetzt viel, weil nochmal in den Streams, komischerweise und ich weiß nicht warum, trinke ich sehr viel. Wobei ich letztes Mal gelesen habe, was ich gar nicht verstehen kann. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Es gibt ja immer so viele komische wissenschaftliche Sachen, die man liest. Und jetzt sind wir ja gerade so ein bisschen, oh mein Gott, ich bin wirklich rot oder ich bin verbrannt überall. Naja, passiert. Es gibt ja so immer unglaublich wunderbare. Ich rede ja auch viel. Ich will weniger reden in den Streams. Generell. Nicht, weil ich weniger reden will, sondern einfach, weil ich. Das, was ich sagen will, soll entweder cool sein fürs Game oder. Es wäre prima, wenn ich meine Sorgen einfach wegtrinken könnte. Sie meint natürlich mit Wasser. Und sie meint die Sorge darum, in Ohnmacht zu fallen bei diesem warmen Wetter. Also bitte. Mach das auch. Reden und Wasser. Nee, ich habe gelesen, reden wir erst zu Ende, was ich sagen wollte. Ich habe gelesen, dass der Darm nur 0,2 Liter pro Viertelstunde schafft, zu verarbeiten. Das ist so viel zur Quantität und Qualität, was ich sage. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ganz ehrlich. Ich muss dich nochmal den. Ich mach mal eben nochmal den Dings an. Den Ventilator im Moment. Das ist so wahr. Oh. Ich mach den immer nur eine Stunde an, wisst ihr? Wenn ich hier vorsitze. Und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich den nur eine Stunde anmache, weil offensichtlich lohnt sich. Reicht das nicht. Der muss durchlaufen, während ich streame, weil ich sterbe. Könnt ihr das glauben? 0,2 Liter? In der Viertelstunde mehr schafft dein Darm nicht? Also mehr kannst du nicht trinken? Oder mehr ist blöd für deinen Körper? Keine Ahnung. Deiner ist auf 3, meiner ist auf 1. Ich habe auch keine Ahnung, ich kann das irgendwie nicht glauben. Durch was, du hast 12 Meter Darm? Das Problem in einer Stunde einen halben Liter zu trinken. Okay, das ist ja auch in Ordnung. Hab so selten Durst. Ja, das habe ich auch. Das ist auch ein Riesenproblem. Aber ich meine so an sich, ich meine, du hast 12 Meter Darm, wenn du nicht 200 Milliliter packst in der Viertelstunde. Also mehr als 200 Milliliter, dann weiß ich nicht, was. Also das kann ich nicht glauben. Das ist unmöglich. Aber vielleicht ist es die Wahrheit und daher kommen vielleicht diese ganzen ekelhaften Wassereinlagerungen im Körper, die ich übrigens auch habe. Das soll man nicht meinen, aber es ist die Wahrheit. Ja. Meinst du? Dass wir für das Verteilen und Verarbeiten so lange brauchen, dass es sinnvoller ist, kleinere Schlücke zu trinken, dann frage ich mich, warum es so große Gläser gibt, Grabwächter.
Aber die war natürlich vor der Studie, ich weiß. Die Studie ist jetzt neu. Ach, guck mal, da kommt die Anime-Box. Was gibt's denn da? Ich guck mal eben. Was war drin? One Piece-Kram war in der Anime-Box. Aus einem der vorherigen Get-Giveaways. Übrigens, auch jetzt gibt es einen Get-Giveaway gerade. Das könnt ihr einfach so erreichen. Und es geht rund um Final Fantasy 15 gibt es dieses wunderbare Giveaway. Diesmal gibt es keine Anime-Box oder ein stupides Steam-Guthaben. Wer da mitmachen will, da im Chat, ist der Link dazu. Viel Glück. Alles im Rund auf ein neues. Na. Eine Dragon Ball Z-Tasse war dabei, nicht schlecht. Und eine Pokémon. Und ein Pikachu. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist einfach so ein Anhänger wahrscheinlich. Oh, für einen 20 ganz okay. Das war wahrscheinlich nichts drin, was den 20 in irgendeiner Form rechtfertigt. Weil die Tasse wahrscheinlich auch nur so 10er kostet. Aber dann macht ihr nichts. Nicht schlecht. Aber dafür sehen die Sachen sehr original aus, was auch mal schon mal ein positiver Aspekt ist. Wir kennen alle diese Lootboxen und wie die alle heißen, oder wie die sich alle nennen, wo in irgendwelcher Bootleg-Shenanigans-Krams drin ist. Deswegen finde ich ganz gut, dass das wenigstens offiziell ein Merch ist. Gratulation nochmal an das damalige Giveaway. Ist ja Zufall, ja, das stimmt auch schon, ja. Aber dann, ich finde so Anime-Krams ganz cool, das kannst du wenigstens hinstellen. Ich werde auch nochmal, ich werde auch nochmal eine Tasse, aus dem Merch-Shop, verlosen. Und zwar am Ende wahrscheinlich von Final Fantasy 15. Und werde mal schauen, wie ich das genau mache. Ist mal witzig, finde ich auch, klar. Vor allen Dingen, wenn man dann, ich sag jetzt mal, ohne. Wie nennt sich das? Ohne Erwartungen etwas reingeht und dann einfach was gewinnt, ist doch eine schöne Sache, oder? Ich meine, kommt schon, Leute, diese Get-Giveaways, wer sich da anmeldet. Ich hoffe, der hat keine Erwartung, was zu gewinnen. Das ist einfach, da melden sich so viele Leute an. Ich kann übrigens auch limitieren, dass das nur Leute bekommen, die aus der Community selbst. Das muss aber nicht sein. Finde ich. Ich finde, es ist okay. Es ist eine okay Promo. Was soll's. Es promotet halt den Kanal in irgendeiner Form. Und wer den Kram hier mag, den ich hier mache, der bleibt halt auch. Der guckt sich das wenigstens mal eine halbe Stunde an. Und das bedeutet doch was. Ist halt dumm Glück, ja genau. Aber es gibt so Leute, es gibt doch Leute, die auch sauer werden, weil sie irgendwas nicht gewinnen. Ihr kennt das alle. So, ihr kennt das ja alle. Es gibt's wirklich. Ich habe schon alles Mögliche gesehen bei Gewinn und Verlust. Aber ich denke mal, das ist an den Lootboxen ganz okay, weil ich halt weiß, was es ist. Wenn ich jetzt eine 600-Euro teure Arcade-Machine wäre, die man tatsächlich verlosen kann über Get, wer auch immer eine 650-Euro teure Arcade-Machine erstens verlost und zweitens im Zimmer stehen haben will, das ist crazy. Das ist Optimus crazy. Die würde ich gerne gewinnen, ja. Und wo stellt man die dann hin? Dann verzichtest du aufs Bett. Das Wohnzimmer, ja, okay. Wir haben nur 7 Hühner, oder? 2, 4, 6, 7, okay. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir haben nur 11.000 Gold. Nix. Nicht wirklich viel Geld. Das heißt, theoretisch könnte ich
Holz kaufen. Ich kaufe mir den Erntekorb. Als erstes. Mit 11.000. Guter Plan übrigens. Ich kaufe mir den Erntekorb. Weil ich mag den Erntekorb. Und eventuell kann ich Holz kaufen, um die nächste Erweiterung zu machen. Wäre ganz cool. Wäre ganz cool. Guck mal, wie rot ich bin. Guck mal, wie rot mein Gesicht ist. Gott, oh Gott. Sag doch was, Grabwächter. Schrecklich. Aber hey, was willst du erwarten? Ich habe heute am am Badeseestrand, halt mal, freizügiges Volk gesehen. Außerdem freizügiges Volk, ich habe noch nicht fertig erzählt. Für alle, die... Ich kipp nicht vom Stuhl. Nein, nein, alles gut. Ich habe keinen Sonnenstich oder so. Wenn ich einen Sonnenstich hätte, würde ich auch mehr nuscheln als sonst. Von daher mache ich mir keine Sorgen. Ich habe auch klare Sicht. Ich habe keine verschwommene Sicht oder sowas. Ich habe auch kein Gleichgewicht. Ich habe auch keinen Gleichgewichtssinn. Ich meine, ich habe keine Gleichgewichtsstörungen. Also keinen Sonnenstich, alles gut. Ich war im Urlaub. Das habe ich vielleicht noch gar nicht erzählt. Deswegen Harvest Moon ist immer die Zeit, wo ich viel erzählen kann. Und ich war das erste Mal in der Sauna, mein lieben Grabwächter. Kein Witz. Ich war das erste Mal in der Sauna. Fand es sehr interessant. Gemischten Sauna natürlich. Hey, ich bin der Pharao. Was mache ich sonst, Leute? Und es war ganz nett. Muss ich schon sagen. Warum ich jetzt auf das Thema Sauna komme? Und man guckt sich da auch wirklich nichts weg. Also ich habe da auch null Probleme mit und die Damen haben damit auch null Probleme mit, egal in welchem Alter. Diese Damen waren so über 50, über 40. Ist auch kein Problem. Und man hat sich wirklich nett unterhalten. Und alles war gut. Im Adams-Kostüm. Warum ich darauf heute komme? Das ist irgendwie blöd gemacht in diesem Schwimmbad, wo ich heute war. Miramar in Weinheim. Wir haben uns umgezogen. Also wieder fertig gemacht zum Losfahren nach Hause. Nee, das ist auch Quatsch. Man guckt sich da wirklich nicht weg. Das ist ja auch Quatsch, sich da was wegzugucken. Aber dazu kann ich gleich was erzählen. Ich erzähle erst von meinem Saunaurlaub von meiner Sauna-Geschichte aus dem Urlaub. Das war ganz witzig. Wir waren zu dritt im Urlaub. Wir haben mit Sayo und ihrer Schwester waren wir im Urlaub. Und dann ist natürlich Sauna gehen gemischt, ist ein bisschen doof. Weil die Schwester von deiner Freundin möchte dich nicht nackt sehen. Und du möchtest nicht unbedingt... Naja, ihr wisst schon. Also ich sag's nicht, aber ihr wisst schon. Für mich wäre es egal gewesen. Aber ist ja auch egal, was ich denke. Das wirft nur ein schlechtes Licht auf mich. Und dann haben wir halt Handtücher umgelassen. Da waren wir da sehr allein. Das war Hotel, private Sauna, ist sowieso keiner reingegangen. Aber es war halt irgendwie mit dem Angebot drin. Ich wollte das immer mal ausprobieren. Also dachte ich, gut, das ist jetzt die Gelegenheit. Da saßen wir dann ein bisschen Hand rum, haben den ersten Saunagang gemacht. Und dann haben wir uns abgekühlt und saßen rum. Also du musst dich dann abduschen und dann saßen wir da rum. Ich bin extrem der Profi jetzt geworden. Du musst dich nach deinem ersten Saunagang muss ich abduschen. Ist so. Und habe ich das gemacht? Haben wir das gemacht? Abgeduscht, wieder das Handtuch um, hingesetzt. Und dann saßen wir da. Und dann ging die Tür auf. Da kam eine Frau rein. Es tut mir leid, ich will nichts gegen irgendjemanden sagen. Da kam eine Frau rein, die war etwas. Ja, ich sag's wie es ist. Ich will damit keinen beleidigen, das ist keine Beleidigung und ich möchte damit niemanden diskriminieren oder sonst irgendwas. Die war etwas. Wie sagt man das denn? Wie sagt man das denn nett? Ich will's einfach nur respektvoll sagen. Sie war halt nicht schlank. Okay? Sie hat nicht der Norm entsprochen. Sagen wir es so. Mir auch egal. Offensichtlich. Und die kam rein und machte. Und dann ging die Tür wieder zu. Korpulent, dankeschön. Dann ging die Tür von außen wieder zu. Auch das.
Und dann hörtest du von draußen? Da sind Leute drin. Was machen wir denn jetzt? Und dann wieder so eine stumpfe Dr. Sommer Antwort. Ihr erinnert euch am Anfang. Geh rein. Das waren drei Frauen. Geh rein. Was sollst du sonst machen? Und dann kam die rein, die war direkt instant sauer, dass andere Leute da waren. Die war instant sauer, dass sie gesehen wird. Sie gesagt, sie hatte ein Handtuch oben, also sie hatte Bademantel an und die hatten alle Bademantel erst an, wo die reinkam. Bademantel hatten die an und Schwimmsachen. Das heißt, die waren null in dem Betrieb, wo du sagst, okay, du wirst sofort mit nacktem Fleisch begrüßt. Das war einfach okay. Und wir hatten ja auch Handtücher um. Das heißt, die haben auch nichts gesehen. Ja. Und dann gingen die rein und dann gingen, das ist halt so abgetrennte Bereiche, wo man sich dann halt kurz vor den Saunen haben die sich halt so Saunen, kurz vor der Sauna, es gab nur eine, haben die sich halt ausgezogen und die ist schon mal in die Sauna gegangen und die andere ist, das weiß ich gar nicht, das ist so ein anderer Raum gewesen irgendwie, da konntest du dich so anlehnen für den Rücken, das ist so irgendwelche Rückenwärmung, falls du was im Rücken hast oder so, ist aber egal. Und dann wollten wir gehen, weil ich dachte, ja gut, wenn die Leute schon so einen Aufstand machen, dann mache ich jetzt keinen zweiten Saunagang, hab das sowieso noch nie gemacht, ich übertreibe mal nicht bei dem warmen Wetter. Und dann wollte ich meine Sachen holen, oder wollten wir unsere Sachen holen und gehen. Und ihr wisst das, wie das ist? Ein T-Rex sieht ja nur Dinge, wenn die sich bewegen. Leg einfach eine Hand drunter, ja. Du siehst ja nur Dinge, ein T-Rex sieht ja nur Dinge, wenn sie sich bewegen. Und diese Frau saß dann schon in der Sauna, und klar, eine Sauna hat, also diese Sauna hat, nicht klar, diese Sauna hatte Glastür. Und die ganze Zeit so. Ob ich gucken würde. Und ja, ich habe geguckt. Weil sie sich so bewegt hat. Das hat mich super aufgeregt. Und wie gesagt, du guckst ja nicht die ganze Zeit lange hin und was bewegt sich denn da? Du guckst ja nicht hin, weil du das sehen willst, und du guckst ja dann hin, weil dich das so viel bewegt. Weil du wissen willst, was sich in deinem Augenwinkel bewegt. Und da war noch eine andere Frau, normale Figur, wie gesagt, an die 40. An die 40, und die zog einfach blank neben mir, während ich meine Sachen holte. Und weil wir drei, wie gesagt, durch den Umstand, dass Schwester und so, bla bla bla, wollten uns nicht in einem Raum umzugehen. Und so. Und, aber habe ich meine Sachen geholt und so. Und sie sagte, ach, mach dir doch keinen Stress. Wir haben doch hier alle Platz. So, wir gucken uns doch. Und dann ist er, ja, wir gucken uns sowieso nicht weg. Und dann zog sie gerade richtig ab und zog sie sich gerade aus. Ja, da hast du recht. Und dann bup, 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 dackelte die so ab. Und alles war voll freundlich, alles war voll nett. Alles war normal cool, ja. Also nichts. Nicht problematisch. Und dann gucke ich wieder, weil dieses Gehampel irgendwie weg war. Und dann hat die sich versteckt. Da hat die sich in der Sauna versteckt. Damit ich die nicht sehen kann, die andere Frau. Nicht die, mit der ich geredet habe, sondern die vorher rumgezappelt hat. Ah, Leute. Ah, Leute. Ja, so. Dann, weiß ich nicht, ich fühle mich dann auch immer schlecht, weil du irgendwie, du willst es ja gar nicht. Du willst den Leuten ja auch gar nicht auf den Keks. Also ich möchte den Leuten nicht auf den Keks gehen, wenn ich irgendwo bin, auch nicht im Urlaub. Wenn ich irgendwo bin, und das auch wie im Bus, ich mache mich so klein wie möglich, damit alle Leute so viel Platz wie möglich haben. Und wenn sich alle klein machen und wenn sich alle ein bisschen benehmen würden, haben alle Platz im Bus. So bin ich auch im Urlaub. Und echt, oh, so dann fühlt sich immer schlecht. Aber ich habe eine witzige Geschichte gehabt, natürlich. Und dann heute, wie gesagt, deswegen, da wollte ich drauf hinaus. Das war aber nicht schlimm. Ich glaube, entweder hat die Dame das nicht gemerkt, und das war allen egal, auch okay. Das ist doof gemacht. Da gehst du bei diesem Miramar, wo wir halt heute waren, in diesem Schwimmbad, was auch immer, das hat halt einen Namen. Gehst du. Wir haben uns umgezogen, also jetzt hier mein T-Shirt wieder an und wollten raus, und das ist mir beim Reingehen gar nicht aufgefallen. Direkt neben dem Ausgang ist so rechts eine Nische. Und das ist wohl ein Bereich zum Umziehen. Der hat aber keine Tür. Oder die Tür war offen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, selbes Prinzip. Ich quatsch mit
bei einer Freundin. Also ich quatsch mit Sayo. Und stehe so und dann brauchst du diese Karte, damit du aus der Sperre kommst. Damit du raus kannst, ihr kennt das alle, brauchst du so ein Kärtchen und mit dem Kärtchen kommt halt raus. Die wollen ja gucken, dass du auch bezahlt hast. Und ich kram so nach dem Kärtchen, davon bewegt sich was. Und ich guck. Und da steht dann eine nackte Frau und ich dachte so, soll das so sein? Einfach nur dieser Gedanke von, habe ich jetzt was falsch gemacht? Irgendwas stimmt in diesem Bild nicht. Ich meine, klar, ich bin jetzt auch kein Ostseekind, aber ich kenne die Ostsee und ich kenne es drüben, ihr wisst schon. FKK ist da ja gang und gäbe, immer noch. Und das ist auch okay und niemand pisst sich ein. Und ich war auch schon an der Ostsee und ich mache das nicht, weil ich bin, weiß nicht, ich finde das merkwürdig. Aber ich habe da auch schon gesehen, dass die einfach am Strand, also auch am Strand einfach umziehen oder so. Da ist auch no hate, kein Problem. Und irgendwie denkst du trotzdem so, irgendwie habe ich jetzt was falsch gemacht oder nicht? So, soll das so sein? Soll man da reingucken, wie die sich umzieht? Will man das als Mensch? So, ich meine, ich fühle mich dann so, keine Ahnung, sie hatte nicht die Möglichkeit zu entscheiden, ob das jemand sieht oder nicht. So habe ich mich zumindest gefühlt. So, vielleicht hat sie auch erwartet, dass da eine Tür ist oder, keine Ahnung, das war voll merkwürdig. Und das warum passieren mir solche Dinge? Warum kriege ich das immer mit? Oder? Muss das sein? Kann ich nicht ein normales Leben haben? Aber nochmal, die Saunageschichte im Urlaub. Mega witzig. Das ist das Witzigste, was ich hier gehört habe. Wirklich. Das Witzigste, was ich hier erlebt habe. Nackt. Nur mit Handtuch. Ich war nicht nackt, aber nur mit Handtuch. Sehr witzig. Wirklich, wirklich super witzig, ey. Super witzig. Voll, ich fand das auch so unhöflich. Irgendwie fand ich es dann auch andersrum auch unhöflich. Nochmal zurück zu der Saunageschichte. Das hört sich jetzt auch richtig crazy an. Aber das ist kreislauftechnisch gar nicht so ein Problem, wie ich dachte. Habe ich nämlich auch gedacht. Und normalerweise habe ich auch gedacht, dass es bei meinem Asthma viel schlimmer ist, in die Sauna zu gehen. Aber tatsächlich, du geh nicht in den 90-Grad-Bereich, sondern geh in den 60-Grad-Bereich, also unten. Super angenehm. Hallo Farmstra, Bibü. Morgen um 10 Uhr versammeln sich die Dorfbewohner zum Erntefest. Jeder bringt ein paar Zutaten mit und wir kochen einen großen Eintopf. Bitte bring auch etwas Leckeres für den Eintopf mit, Bibü. Bis morgen dann. Ich fand das ein bisschen unfair so, weil ich habe ja erzählt, durch die Konstellation, wie wir im Urlaub waren, habe ich nicht blank gezogen. Ich habe mich auch fürs Umziehen nicht blank gezogen. Ich fand das irgendwie unfair. Ich sag es, wie es ist. Es war gut für Atemwege. Ja, es war ungewohnt, es hat gebrannt in den ersten 5 Minuten. Ungewöhnlich gebrannt in den Atemwegen, weil ich das einfach nicht gewohnt war, dass man so heiße Luft atmet. Ich fand das ein bisschen unfair, weil die Frau, wie gesagt, zog sich aus, um in die Sauna reinzugehen. Und irgendwie ist das blöd dann so, dann siehst du halt alles. Und dann so, ja, es ist eine Sauna, normalerweise sieht sie auch alles, aber ich habe dann logischerweise durch die Konstellation, dann stand ich da im Handtuch und habe mich dann auch woanders umgezogen. Weil, Dinge. Und das fand ich doof. Irgendwie fand ich das doof. Nicht, weil ich mich unbedingt präsentieren wollte, auf keinen Fall. Aber irgendwie so, ich fand so, das ist ein bisschen unfair. So, einfach nur, keine Ahnung, gleiches Recht für alle. So in den Dreh. Ich meine, wenn alle gucken, ist okay. Apropos gucken. Ich komme heute vom Thema zu Thema. Entschuldigung, ich rede viel. Auf dem Rückweg wieder nach Hause, da war ein Stau. Und der war gar nicht auf unserer Autobahnseite. Der war auf der gegenüberliegenden Autobahnseite und da haben sich wohl zwei Autos zerrissen. Genau was passiert, das weiß ich nicht. Finde ich nur schade und traurig, dass die Leute auf der Autobahn zerreißen. Das Problem war, dass auf unserer Seite auch Stau war. Warum ist auf unserer Seite auch Stau? Verdammt nochmal. Menschheit. Ich weiß, es gab Brot und Spiele im Mittelalter und ich weiß nicht, wie viele Leute stolz darauf sind, in ein Kolosseum zu gehen, um sich anzugucken, wie sich Menschen oder gegenseitig zerfleischen oder Menschen von Tieren zerfleischt werden. Aber bitte.
für die Leute, die hinter euch fahren. Kein Gafferstau auf den Autobahnen, bitte. Da war einfach so aus dem Nichts ist der vor mir von 120 auf 50 runtergebremst, um zu schauen, was für ein Unfall auf der anderen Autobahnseite war. Willkommen zurück, Checker. Oh ja, Sauna? Mana, Sauna? Sollen wir ein bisschen saunieren, Mana? Richtig asozial. Das war super asozial. Das war nicht nur asozial, das war auch hart gefährlich. Hart gefährlich. Weil hätte ich 5 Sekunden, nicht mal 5 Sekunden, woanders hingeschaut, um zu reagieren. Einfach nur so, weil du halt 2,5 Stunden Auto fährst und vielleicht nicht die ganze Zeit. Ich meine, die Autobahn war fast leer auf unserer Seite. Das heißt, wir sind an einem Tag gefahren, wo keine LKWs fahren und das ist alles entspannt und so. Und du denkst, oh ja, geil, kannst du 120 fahren, ganz in Ruhe und entspannt, ich bin kein Raser. Das ist meine Reisegeschwindigkeit, nenne ich das, und ich fahre immer so. Ja, und dann ist einer vor dir und denkst, oh ja, gut, fährst halt ein bisschen dahinter, pff, weißt du. Passiert ja nichts, der ist weit genug weg, du hältst deinen Abstand. Ich habe keine Ahnung von Abständen, also halte ich wahrscheinlich weniger, als man sollte. Aber ich fahre nicht auf oder so. Und dann, oder vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Also das kann ich nicht einschätzen, ist mir auch egal. Irgendwas in dem Dreh von, man kann noch bremsen. Und da geht ja runter auf 50. Ich dachte so, was zur Hölle ist jetzt hier los? War ja nix. Passiert, du rechnest ja nicht damit. Du fährst, alles ist frei. Hammer, sehr gefährlich. Also bitte lassen Sie das, liebe Fahrer. Und Wala will mit uns in Sauna? Sauna probieren? Easygoing. Ich kenne super schöne Saunen in der Nähe. Wir haben tatsächlich schon geguckt, weil ich habe echt angefangen. Ich habe echt überlegt, ob ich öfter in die Sauna gehe, auch um Wassereinlagerung wegzukriegen. Und ich glaube, ich werde das mal einen Monat durchziehen oder so. Wäre mal ein Versuch wert, oder? Finde ich auch. Ach, du hast bald Urlaub. Siehste? Siehste? Und schon ein Pharao-Date. Pharao und Sayo-Date natürlich. Wenn frei, dann auch Vollgas. Nee, kann ich nicht. Will ich gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde Schnellfahren sehr anstrengend. Ich empfinde Schnellfahren auch als erschöpfend. Ich weiß nicht warum. Haltet mich als unmännliches Weichei, aber ich finde das so. Ich kann nicht lange schnell fahren. Ich finde das unglaublich ermüdend. Aber die 120 fahre, das kann ich 3 Tage lang durchgehend. Ich fahre die Strecke von hier an die Ostsee sind, weiß ich nicht, was sind das? 8 Stunden? 7,5 Stunden knapp? Die kann ich ohne Pause. Auch mitten in der Nacht. Ich habe keine Erschöpfungs- oder sonst irgendwas. Normale Passage Gas geben geht schon. Ja, klar. Ich bin auch schon 160 gefahren. Ich bin auch schon mal 180 gefahren. So ist nicht. Ich bin auch keine 200 gefahren, aber. Ich habe in keinem Auto gesessen, wo ich 200 fahren konnte, deswegen. Und zweimal im Monat wäre schon cool. Ja, Sauna. Mal wirklich eine Sauna-Saison machen, wo man wirklich einfach mal jede Woche in eine Sauna geht. Sauna ist auch übrigens nicht teuer, meine lieben Freunde. Sauna ist recht billig. Das ist schön. Was ist heute? Donnerstag. Wir gehen heute Schnipsen besuchen bei Harvest Moon. Wir spielen übrigens Harvest Moon Back to Nature nebenbei. Während ich über mein Leben erzähle und über Saunieren. Habt ihr Sauna-Erfahrungen? Nicht nur jetzt im Twitch-Chat, auch dann bei den Nachschauern. Lasst es mich wissen. Heiße Quelle muss auch super sein. Gibt's hier, glaube ich, kaum. Aber muss auch gut sein, ja, finde ich auch. Lass mich eure Sauna-Erfahrungen bitten. Gerade für Sauna-Anfänger. Gerade bei Sauna-Anfänger. Wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. Nicht übertreiben ist ein Tipp.
Das steht aber auch auf jeder Tafel. Also das braucht ihr mir nicht erzählen. Vielleicht doch. Erzählt mir besser, dass ich noch nicht übertreibe. Ich kenne mich. Hup. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, ja, mach nur. Heute wird Zayo mit Arbeit vollgekleistert. Heute kriegt Zayo all die Arbeit ab, die sie sonst nie macht. So nämlich. Jetzt habe ich's mal gesagt. Oh, ich muss neue Möhren kaufen. Grabwächter, erinnert mich doch mal an Möhren. Tu mal lieber die Möhrchen aufs Feld. Tu mal die lieber die Möhrchen aufs Feld. Tu mal lieber die Möhrchen, die Möhrchen, die Möhrchen. Und erzähl nicht so viel von erzähl nicht so viel. Das war fies gesagt. Nee, das war gar nicht fies. Heute kriegt wirklich Zayo all die Arbeit. Was soll ich machen? Zayo macht das sehr viel. Macht sie auch. Weil ich sie dazu bringe. Nee, auch. Aber vor allen Dingen, weil Zayo auch Bock hat zu arbeiten daran. Ab und zu. Nicht immer. Wenn sie Bock hat, dann hat sie Bock. Und wenn sie keinen Bock hat, dann gebe ich ihr Aufgaben. Weit weg vom Herzen wie möglich anfangen beim Abduschen. Dankeschön. Guter Tipp. Ich habe mich letztes Mal einfach drunter gestellt. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist okay, aber es, ich meine, ich bin ein ziemlich harter Boy. Ich bin ein ziemlich harter Boy, Grabwächter. Ich kaufe mal gleich 4 Möhrchen. So. Ich bin ein ziemlich harter Boy. Aber hast schon recht. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich habe kein schwaches Herz oder so, aber man muss es auch nicht herausfordern. Ich glaube, gerade kreislaufmäßig ist das ganz gut, erst die ganzen anderen, erst die Gliedmaßen zu nutzen, ne? Erste Extremitäten, wie man das so schön sagt. Wer braucht Sauna bei diesem Sommer? Habe ich auch gedacht. Ich fand es auch. Ich will nicht über meine Sauna-Erfahrungen reden, weil ich habe keine. Aber for real jetzt, no shitting, no doubt. Da zu sitzen. Und ich bin ein Mensch, der sehr wenig schwitzt. Ich schwitze unglaublich wenig. Ich schwitze auch bei diesem Wetter unglaublich wenig. Wirklich wenig. Und einfach zu sitzen und anfangen zu schwitzen und zu merken, wie man schwitzt, obwohl man einfach nur atmet und sitzt. Wie beim Kacken, wie man so schön sagen würde. Ja, das ist... Wir bauen hier einen Hund in... Nee, danke. Ich werf den Trüffel rein. Das war schon erstaunlich. Das war wirklich erstaunlich. Es hat mich auch überrascht. Und ich hätte wirklich gerne... Tatsächlich... Weil, ich meine, du öffnest alle Poren und all deine komischen... Alles ist weg und du hast wunderschön glatte, seidige Diamanthaut. Wirklich toll. Also wirklich super schön. Wirklich. Hätte ich selber nicht gedacht. Ich kann ja noch Dinge erfahren in diesem Leben. Hammer. Der Hund kam bei dir erst im nächsten Jahr wieder? What? In der Quechsel zu krasse gibt es schon Kopfschmerzen. Ich dachte, es gibt hier diese Hardcore finnische Sauna-Zeug, wo du einfach direkt heftig ins Eiswasser springst. Dass er heftig erst Sauna geht, erst schwitzen, dann erfrieren oder so. Oh, ich muss übrigens, ich will keinen Tuck essen, aber ich habe irgendwie. Wir trinken nochmal was gemeinsam, Grabwächter. Schön mittrinken. War ein Schluck. War 100 Milliliter. Merke ich. So, Stöpsel ist unser letztes Huhn gewesen. Das heißt, wir brauchen noch neue Hühner.
Okay. So, wie bei Eis essen, wieso muss ich mich auch erst im ganzen Körper mit dem Eis einschmieren? Verstehe ich jetzt nicht, Sayo. Jetzt braucht der Ustra doch einen Keks. Lecker. Ich nehme mal 2 Blumen mit, vielleicht kann ich die verschenken. Es gibt ein Fest auf dem Dorfplatz, das Erntedankfest. Wir bringen Trüffel mit, denn das ist bestimmt eine gute Idee für Suppe. Nein? Doch, bestimmt. Das wird uns allen gefallen. 100%. Karotten gekauft? Ja. Da. Dieser wunderbare Beutel ist ein Karotten. Danke, danke. Aber ich konnte sie noch nicht ausstreuen, weil hier sind noch so Überrest-Karotten. Hardcore-Saunagänger. Für Anfänger nicht geeignet. Das haben die bei Dark Souls auch gesagt, Grabwächter. Was willst du von mir? Du wolltest jetzt bei mir den Chat lesen. Sehr romantisch. Sayo hat sich gerade so ungefähr einen halben Meter über den Tisch gebeugt. Das kannst du ruhig mal wissen. Apropos Sayo, kannst du mir einen Gefallen tun? Ustra braucht Tee. Dankeschön. Du bist so gut zu mir. Sayo! Die Sayo holt mir jetzt was zu trinken. Damit wir viel trinken, Grabwächter. Gemeinsam viel trinken. Wenn ihr den ganzen Tag noch nichts getrunken habt oder ihr habt noch richtig Durst, trinken wir zusammen. Immer wenn ich das Glas hebe. Das will ich jetzt den ganzen Sommer machen, zumindest an den heißen Tagen, auch wenn es euch nervt. Ich weiß noch nicht genau, in welchem. Ich weiß noch nicht, ob ich das bei jedem Stream machen werde. Und vielleicht auf jeden Fall morgen nicht im Event-Stream. Vielleicht doch, ich kann ja muten. Trinkt einfach mit mir. Dann trinkt ihr nicht alleine und es ist einfacher, etwas gemeinsam zu machen, als alleine einzeln für sich. Und gerade wenn man Probleme mit dem Trinken hat, so wie ich. Lass uns das doch einfach gemeinsam tun bei dem warmen Wetter. Und so vermeiden wir, dass wir kollabieren. Außerdem, noch was bei dem warmen Wetter. Macht alles mit dem Wasser. Macht euren Hund nass, macht eure Pflanzen nass, macht euch selbst nass. Aber bitte, für die Liebe der Götter, von vielen Göttern bei Final Fantasy. Wascht nicht damit euer Auto, verdammt nochmal, bei dem Wetter. Es gibt so viele Dinge, wenn ihr euren Gartenschlauch nehmt oder euer verdammtes blödes Auto abmeistert. Lasst das bitte. Euer Pharao. Das ist asozial, bei dem Wetter. Danke. Kein Problem, hab kein Auto. Wir haben auch ein Auto. Unser Auto sieht auch Müll aus, wegen den Pollen. Aber, nicht so Müll, dass wir sowas brauchen. Ich will ja nur wieder Bilder. Was soll das bedeuten? Entschuldigung, ich bin wissenschaftlich. Ich bin anerkannter. Wissenschaftlich anerkannter Schnipsenjäger. Das ist kein. Das ist Forschungsarbeit. Ihr versteht das einfach nicht! Ich krieg's übrigens langsam wieder raus, wie ich mit meiner Stimme vernünftig spiele und ich übe im Moment dafür, außerhalb der Streams. Sayo will die Bilder. Shh. Hm.
glaube, ihr habt das alle gehört. Sayo, ihr wisst ganz genau, was Sayo gerade gesagt hat. Ich hoffe, man konnte hören, was Sayo dazu gesagt hat. Oder wie sie sich darüber gefreut hat. Ich hoffe, man konnte das im Stream hören. Nun, es ist warm, glaube ich. Es liegt nur an der Hitze. Man konnte es nicht hören, nee. Okay, ein Glück. Okay, super, Vala. Ich hab's auch nicht gehört. Vala kann ja bestimmt beschreiben, was Sayo gesagt hat. Und in welcher Tonlage vor allen Dingen. Das sind noch mehr Möhren. Wo kommen denn all die Möhren her? Oh, wir müssen zum Fest. Auf dem Fest, auf dem Fest, auf dem Fest, 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 auf dem Fest, auf dem Fest, auf dem Fest, Fest, da lang. Njong. Guter Vergleich. Hisso! Sayo sagt, Vala hat genau den Schwarze getroffen. Bitte lasst mich immer nicht dieses Hisso übersetzen für die Leute, das ist sehr schwierig. Ach, beim Trinken immer Hisso, ne, das ist doof. Hisso! Ach Leute! Main sagt, er ist ganz neidisch da drauf. Dass ich die ohne Hose durch die Pyramidebilder kriege. Aber so ist es halt, wenn man Pharao ist. Ein gelbes Herz. Ich mag einen Topf. Gemüsebrühe ist sehr nährstoffreich. Ich sollte Oma etwas davon mitbringen. Hisso. Also seht mal, was ich mitgebracht habe. Marmelade. Ich glaube, das wird ein Geschmack. Das wird den Geschmack abrunden. Ich muss ein Auge auf Karen haben. Letztes Jahr hat sie Schokolade in den Topf getan. Was ist daran das Problem? Achso, und Vala sagte übrigens mit ihrem Hisso, sie freut sich ganz doll darauf, mit Taya eine Collage zu machen, ohne Hose und Wet T-Shirts für Sayo. Wow. Wow. Das ist krass. Hey! Sorry! Rick und ich haben viele gekochte Eier zu Hause mitgebracht. Oh ja. Bestimmt. Ich glaube, Rick ist der Meister der gekochten Eier. Hm, das riecht gut. Oh, das sieht lecker aus. Ich lebe allein, daher freue ich mich, mit so vielen Leuten zu essen. Ich hasse es, alleine zu essen. Das habe ich nicht gesagt. Ja, das glaube ich nicht. Ich werde heute eine Menge essen. Warum mit diesem Blick? Ich werde heute... Entschuldigung, Grabfächer. Das muss ich so machen. Ich werde heute eine Menge essen. Damn, son. Wow. Alle haben einfach alles in den Topf geworfen, ohne zu überlegen. Oh, Papa, du hast viel zu viele Kräuter hineingetan. Oh, hallo, Farmstra. Hast du etwas Gutes für den Eintopf mitgebracht? Ja, schon. Ich habe zahlreiche Kräuter mitgebracht, die ich in den Bergen gesammelt habe. Ja, offensichtlich. Vater Kater, was hast du so? Oh, das lässt Erinnerungen wach werden. Vor langer Zeit habe ich große Töpfe mit Suppe gekocht und an die Dorfbewohner verteilt. Okay. Okay, ich wollte schon sagen, kann ich es reinwerfen oder nicht? Trüffel! Und wie war's? Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Es ist schön, mit vielen Leuten gemeinsam zu essen. Oh, ich liebe es, mit mehreren Leuten zu essen. Ich liebe Feste, wo man an einem Tisch sitzt und isst. Jetzt, wo ich zu Kräften gekommen bin, sollte ich vielleicht einen Berg besteigen. Oh boy, besteig einen Berg mitten in der Nacht. Und es ist schlimm, wie du über deine Frau redest. Das war wunderbar. Aber sieh nur, wie viele Zutaten übrig geblieben sind. Ich habe das Marmeladenglas hineingetan, aber wieder herausgenommen, bevor jemand etwas gemerkt hat. Die Glasscherben jetzt oder die Marmelade selbst? Hm, das war gut. Diesmal war nichts Seltsames dabei. Schade eigentlich, ich hätte was Dummes machen sollen. Das war eine gute Fischbrühe, nicht wahr?
dachte, das wäre Trüffel-Eintopf. Eintopf schmeckt am besten, wenn ihn sich viele Leute teilen. Ich kann übrigens sehr gute Eintöpfe machen, Grabwächter. Also wenn ihr mal Bock habt auf Eintopf. Alles, was ich koche, schmeckt gut. Okay. Überzeugungskraft, die hätte ich auch gern. Ich bin so voll. Ich habe zu viel gegessen. Oh. Oh. Ich bin satt. Was soll das bedeuten? Was bedeutet das? Ich dachte, er wollte viel essen. Das war lecker und die Eier waren das Beste daran. Ja, das glaube ich dir, Rick. Das glaube ich dir. Ja, time to go. Die Dialoge werden nicht besser. Ja, ja. Ganz sicher, Rick. Das hat Spaß gemacht. Ja, für uns alle. So, dann lass uns nochmal den Rest der Tiere versorgen. Gott, oh Gott, Grabwächter, ich bin... Ich muss mir gleich mal... Haben wir noch Notfall-Sachen im Haus? Ich weiß nicht wofür. Für meine Arme zum Beispiel, meine Beine, mein Leben, du weißt schon, Notfall-Quark? Ja. Ja? Ja, danke dir. Ist es wirklich noch so? Sonst muss ich dich leider bitten... Hier muss ich dich um noch mehr Dinge bitten, Sayo, das tut mir leid. Du warst extra vor dem Stream nochmal einkaufen. Damit du was zu knusperren hast, was ist das denn für ein Wort? Ich will dieses Wort nicht. Ja, das ist dasselbe in Grün, oder? Ja, das geht doch. Knusperren. Das ist kein Wort, lass das. Habe ich noch nie gehört, dass es jemand gesagt hat. Hopp, hopp. Das hört sich grausam an. Ich überlege tatsächlich, ob ich das hier einführen als Wort. Das ist ein schreckliches Wort. Das passt genau hier rein. Das ist ein schreckliches Wort, es passt genau hier rein. Ich meine. Das Schöne an dem Wort ist, weil. Das hört sich für mich so an, als ob die Dinger schon extrem über den Punkt sind. Ihr wisst schon, etwas knuspert, das heißt, etwas ist leicht kross und es macht diese netten Geräusche, wie zum Beispiel, wenn ich will jetzt nicht ASMR-Kekse essen machen, aber wenn ihr wisst schon, was ich meine, wenn ihr so einen schönen Keks beißt, der noch nicht aufgeweicht ist oder so ein Blödsinn, das ist Knuspern für mich. Und dann Knuspern hört sich so an, als ob einfach, wenn du den Keks isst, dass er einfach zerfällt in Staub. Weil zu knusprig. Ihr wisst schon, wenn das letzte Stück Cola aus dem Grill rauskramt und da drauf beißen würdet und alles zerfällt einfach nur in Staub oder ihr euer Lieblingsbuch aus der Kindheit aus dem Regal holt und es zerfällt zu Staub, wenn ihr den Staub abpusten wollt. Das ist für mich Knuspern. Kruspeln. Das kenne ich ja auch noch. Ich bin ja nicht ganz weit weg von dieser Welt. Ein hastiger Schluck. Ich bin sehr rot, Grabwächter. Und ich trinke sehr viel, damit ich von außen meine Haut abstoßen kann. Ich werde mich pellen wie eine Schlange. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird nicht gut werden. Eieieiei. Hat er viel übertrieben, der Pharao. Hallenbart, ich sag euch. Da kriegst du den heftigsten Sonnenbrand. Meine Lieben, es tut mir leid, mir auch.
Was bedeutet das? Du musst ins Bett? Nee. Nee. Ich habe noch keine offiziellen ohne Hose durch die Pyramidebilder gesehen. So lange geht hier niemand schlafen. Das war's. Ihr seid jetzt alle eingesperrt für immer. Bis. Gute Nacht, Taya. Schlaf gut. Ein Eichhörnchen! Es ist so süß! Ich glaube, ich mache heute wieder nur bis halb. Entschuldigung. Aber ich mache jetzt ungefähr noch eine Stunde. Du willst nicht weg? Ich will auch nicht weg, aber ich muss mich nachher noch irgendwie versuchen. Ich muss dann nachher versuchen, nicht zu sterben. Außerdem, für alle Nachtaktiven von euch, für alle Nackt- und Nachtaktiven von euch, genau, diese Nacht sind wir im Discord für alle Nachtaktiven. Aber nur, wenn ihr dasselbe macht, das, was wir machen. Wir sind heute die ganze Nacht bei GDQ dabei. Wir versuchen es zumindest. Ihr wisst schon, SGDQ, um genau zu sein. Summer Games dann quick. Es ist der letzte Tag, morgen um 1 macht das Ganze zu. Um 1 Uhr mittags. Und es ist die letzte Zeit, noch was Gutes zu tun, zuzuschauen, dankeschön. Und generell einfach dabei zu sein. Wir werden auch eine Kleinigkeit wieder dazugeben zum großen Spendenziel. Wir sind jetzt ungefähr, was heißt wir? Das Ganze ist jetzt ungefähr bei 1,6 Millionen nach knapp 6 Tagen Speedruns. Und ich kann nur sagen, großartige Runs sind gelaufen. Meine absoluten Highlights bis jetzt schon sind natürlich der Resident Evil 2 Run von Barbacasoup und der Pokémon Kristall Run von Kithrot oder so, wie er heißt, ja. Kannte ich vorher nicht den Runner. Und das war ein extremst unterhaltsamer Run von Pokémon. Das habe ich noch nicht gesehen. Und heute, also vorhin kam Pokémon, also vielleicht läuft es auch noch, nee, es läuft nicht mehr. Pokémon Let's Go Evoli. Auch ein cooler Run gewesen. Keine Frage. Aber der Pokémon Crystal Run, oh boy. Oh boy, ich habe mich weggeschmissen. Das war unglaublich unterhaltsam. Und normalerweise sind die Speedruns und die Speedrunner, die die Sachen rennen, nicht so unterhaltsam, weil die sehr konzentriert sind, um die Speedruns gut zu machen. Hallo, Farmstra! Opa hat gesagt, ihr könnt heute spielen. Weißt du, ich kann eine große Hilfe sein. Kann ich eine Kuh melken? Ich hab keine Kuh. Mai! Farmstra arbeitet gerade. Stör ihn nicht. Aber alle arbeiten gerade. Mir ist langweilig. Ach herrje. Geh zu Ellen. Oh mein Gott. Grabwächter, ihr seid ja noch da. Zur Kirche gehen oder zu Ellen gehen? Was meint ihr? 1 oder 2? Kirche 1, Ellen 2. Ich weiß nicht, warum meine Kamera heute so verschoben ist. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich heute höher sitze als sonst. Ich sitze übrigens sehr gut in dieser Höhe. Ich sollte meinen Stuhl vielleicht mal wieder einstellen. Ellen ist übrigens die Oma. Die Tote. Also es ist praktisch geht sie an denselben Ort. Sie geht. 5, 4, 3, 2, 1. Wir schulden dir was, ja. Stu hat mich gebeten, mit ihm zu spielen, aber ich werde so schnell müde und kann nicht einmal stehen. Oh, ich weiß, warum gehst du nicht zur Kirche? Pater Kater ist nett, wenn er Zeit hat, kümmert er sich um sie. Habe ich jetzt wenigstens beide Kinder mitgenommen? Ja. Oh, schon gut, ich habe Zeit, ich kann mich um sie kümmern. Lass uns Familie spielen! Ich ahne, dass du das vorschlagen würdest. Bin ich nicht der Ehemann? Nein, du bist das Kind.
Ich möchte mit Pater Carter zusammen sein. Mai. What the fuck? Aber auch ich werde ihn Daddy nennen. Erwachsenes Kind. Dinge, die nur bei Harvest Moon passieren. Whoop. Whoop. Dir fallen da auch Dinge ein. Oh, oh. Mir auch. Oh nein, ich bin leer. Ich meine, meine Gießkanne ist leer. Gießkanne. Ich wollte Gießkanne sagen. Das hört sich immer so merkwürdig an, wenn ich Harvest Moon spiele. Alles hört sich an, als ob ich irgendwas, weiß ich nicht, als ob ich alles falsch machen würde. Aber glaub mir, ich meine es nur spielerisch. So, erstmal die Blumen nach hinten sortieren. Das müssten dann Äpfel gewesen sein. Jawohl. So, wo ist mein Erntekorb? Da ist er doch, der Schlingel. Wie soll ich das sonst lernen? Wie soll ich das sonst lernen? Perfekt, Lustra, danke schön. Verrat dich selbst. Wie soll ich das sonst nennen? Ich meine, Erntekorb. Grabwächter, das sind Auberginen. Das sexiesteste Gemüse laut WhatsApp. Das heißt so. Nun. Blöd. Mein ganzer Körper spannt. Ist Schmerz. Mein Arm ist so rot. Mein Arm ist feuerrot, mein rechter. Nein, mein rechter Arm sieht auch nicht rot aus. Das ist kein Rot mehr. F1. Du musst es heftigst lachen. Das ist nicht so schlimm. Lachen ist sehr gesund. Wie trinken. Das Emoji ist nett. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber... nett. Es hat genau die richtige Größe. Für ein Emoji. Es ist nett. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon geboxt, während ich mich kratzen wollte. Entschuldigung, ich wollte nicht boxen. Übrigens finde ich das mit dem Mikrofon so ganz gut. Ich bin sehr froh über das neue Mikrofon. Ab und zu, wenn ich meine Stimme dann doch höre, dann denke ich, dass ich eigentlich gar nicht so eine schlimme Stimme habe, wie ich mal selber denke. Das ist doch schon mal was. Und wenn ich nicht laut rede und normal laut rede, dann ist sie sogar relativ angenehm. Also empfinde ich so. Ob das so stimmt, kann natürlich keiner bestätigen, aber geht schon. Deswegen, wenn ich so ein bisschen mehr mein Aufgedrehtes wegkriegen würde, aufgedreht im Sinne von laut, und meine Pausen besser timen würde, dann wäre ich viel unterhaltsamer. Pausen ist das, was Unterhaltung wirklich witzig macht. Sag du was nicht, Wala. Das stimmt nicht. Meine Stimme ist unmögbar. Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet, aber das wollte ich sagen. Was machst du jetzt?
so. So. Ich finde es ein bisschen winterlich, klingt dieses Lied schon. Aus einem einzigen Instrument heraus. Und Dankeschön, dass man meine Stimme mag. Ich hatte sehr viele Probleme mit meiner eigenen Stimme, während ich erwachsen wurde. Irgendwann nicht wegen Stimmbruch oder so, aber generell mochte ich meine Stimme einfach extrem gar nicht. Und reden war für mich immer ein okay Problem. Ich war nie wirklich nervös oder so. Mich erwischt man ganz selten dabei, dass ich nervös bin, auch vor Leuten zu sprechen. Ich meine, hier ist es nochmal was anderes. Tatsächlich muss man sagen, man muss das hier hart davon unterscheiden, wie es ist, mit echten Leuten zu sprechen oder vor echten Leuten zu sprechen. weil ich habe ja theoretisch wirklich keinen vor mir und deswegen macht mich auch das nicht nervös. Es würde mich nicht nervös machen, wenn hier... Wir hatten ja letztes Mal einen Raid mit was 100 irgendwas Leuten. Total crazy, danke nochmal dafür. Ja, das macht mich nicht nervös. Eigentlich nicht. Was viele dann denken, wenn man dann nervös wirkt, ist halt, du willst dich halt selber pushen, dass du cool bist für 100 Millionen Leute, die dann da sind. Aber so geht's. Und es ist halt, ich sehe ja keinen. Und sonst ist es auch kein Problem, denke ich. Reden ist auch ganz einfach. Wenn du was nebenbei machst. Ich finde, das ist halt das andere, was blöd ist. Zocken ist halt so schwierig. Also merkt ihr, was ich meine? Wenn du dabei bist, geht's. Auch nicht schlecht. Wenn du dabei bist, geht's. Da hast du diese, also ein bisschen Lampenfieber. Vorher blöd und dann, wenn's losgeht, ist okay. Da habe ich riesige Probleme bei so Achterbahnen und so. Ich bin vorher super nervös. Einfach, weil ich keiner Technik auf dieser Welt vertraue. Wo ich mich reinsetzen muss und das katapultiert mich mit 120 Sachen in irgendeine Richtung. Aber ich war heute sehr mutig bei den Rutschen. Bei dem wunderbaren Erlebnisbad. Mega geil. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Rutschen ist okay. Rutschen ist besser, als sich das Gesicht zu verbrennen. Und den Arm. Sieht aus, als ob ich die Feuerfrucht gegessen habe von One Piece. Alter. Ich soll es nicht kontrollieren kann. Oh, hallo, Farmstra. Du scheinst dich langsam auf der Farm einzuleben. Warum bist du hier ins Dorf gezogen, Farmstra? Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Dafür gab es auch was zu gucken, hat sich ja gelohnt. Ihr sagt das immer so. Als ob die Haut eines anderen Menschen Belohnung wäre. Man schweige Keks, damit ich nicht reden kann, muss ich Keks essen. Und ich gucke einfach nur zufrieden. Das ist keine Belohnungszusicht. Ich kann auch glücklich gucken. Habt ihr zwar noch nie gesehen, aber es funktioniert. Ein seltener Anblick. Aber das Reden vor dem Stream war sehr gut. Das Reden vor dem Stream heute war sehr gut. Dankeschön. Dass ihr nicht weggelaufen seid, während ich rede.
Ich habe auch jetzt angefangen, Stream-Tagebuch zu führen. Ganz merkwürdig. Für mich selbst. Und da bin ich relativ ehrlich zu mir. Und ist auch nicht schlecht. Weil dann sieht man so ein bisschen die Dinge. Und man erinnert sich nochmal zurück und dann so, ach ja. So schlimm war es ja gar nicht. Und dann denke ich wieder, fuck, war doch so schlimm. Aber dann nicht aus den Gründen wie, oh, du bist bestimmt böse auf mich. Nein, nicht diese Gründe. Diese Gründe nicht. Das Gesicht sagt mehr als 1000 Worte. Ja, es ist verbrannt. Dankeschön übrigens. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass es nur ein Diss war auf meine verbrannte Haut. Ist schon okay. Ist schon okay. So. Wir wollen übrigens keine Freunde werden mit den Leuten, ganzen Dorfbewohnern. Ja, auf das vorher. Ja, bestimmt. Das glaube ich jetzt auch. Dass es natürlich auch genau dazu geschrieben wurde, ignoriere ich jetzt einfach. Wie immer. So. Hauruck, wir müssen ein bisschen Holz machen. Wir haben noch 266. Ich erinnere mich an die Zahl, die ich da gerade gelesen habe. Und wir brauchen ein bisschen Holz. Wir brauchen immer ein bisschen Holz. Und mit dem Erntekorb können wir jetzt auch eigentlich ein paar Runs machen in die Mine. Wäre auch schön. Das können wir mal vielleicht am nächsten Tag machen oder so. Mal so richtig schönen langen Minenrun machen. Und dabei ist es wichtig, irgendwie die nicht ausfallen zu nicht den Erntekorb zu verlieren. Und bald haben wir auch die Wintermine. Und wenn es morgen nicht regnet, vielleicht können wir auch die Erntegöttin was geben. Das wäre nice. Die Erntegöttin mal wieder was schenken, wäre cool. Dann sehen wir die auch mal wieder. Ach so. Entschuldigung. Ich habe übrigens noch über was anderes nachgedacht. Kanalbezogen. Wow. Ein ganz tolles Thema. Ich habe über den Kanal nachgedacht. Beziehungsweise habe ich darüber nachgedacht, wie viel Spaß mir im Moment Final Fantasy macht. Final Fantasy 15, um genau zu sein. Und wenn ihr dabei sein wollt, wow, wenn ich online bin, läuft Final Fantasy 15, außer es ist nicht Final Fantasy 15. Also immer. Außer an zwei Tagen im Moment in der Woche. Stimmt, ja. Guter Tipp. Jetzt, ich habe mich dann gewöhnt, nicht mit dem Korb zu laufen und dann lernst du das so in deiner Rotation. Ne? Ja, stimmt. Sollte den Korb mitnehmen. Ich habe überlegt, Harvest Moon nicht mehr zu machen. Wie bisher. Alle Farmspiele nicht mehr so machen. Wie bisher. Ich weiß aber nicht, ob ihr das cool findet. Oder nicht. Ich habe mir überlegt, warum machen wir es nicht so, wie wir es bis jetzt machen? Warum mache ich nicht einfach Final Fantasy 15 fertig? Hi, Bienchen. Wir machen einfach Final Fantasy 15 fertig und machen dann Harvest Moon fertig. Und wir spielen einfach jeden Tag dieses Game. Und dann folgenreich nebenbei. Vielleicht dann sogar zweimal die Woche folgenreich. Für anderthalb Stunden, weil ich gewinne ja auch ein bisschen Zeit dann. Keine Ahnung, ob das cool ist. Oder ist eure wöchentliche Dosis Harvest Moon wichtig für euch? Eure wöchentliche Dosis Farmspiel und ihr denkt vielleicht, oh, alles auf einmal, jeden Tag Farm ist vielleicht ein bisschen viel. Könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Die neuen Harvest Moon Teile sollen nicht so gut sein. Die neuen Harvest Moon Teile sollen nicht so gut sein. Welche Teile? Die neueren, also PC-Teile hier, Light of Hope. Ja, das hast du vergessen. Sorry. Und das davor für den Nintendo 3DS. Das hieß Pimmelsbaum. Oder so. Ja, die waren nicht gut. Das stimmt. Aber man muss dazu sagen, das Harvest Moon Team ist auch nicht mal dasselbe Harvest Moon Team.
Dorf des Himmelsbaums, ja, danke schön. Das Harvest Moon, wie ihr es kennt, heißt jetzt Story of Seasons. Die neuen, die noch kein Remake haben. Ja, Light of Hope und Dorf des Himmelsbaums, ja, ja. Die keinen Remake haben. Es gibt kein Harvest Moon, das ein Remake hat. Es gibt nur 5 verschiedene Versionen von Back to Nature, aber sonst gibt es keine Remakes von Harvest Moon. Ja, Story of Seasons ist ja auch das neue Harvest Moon. Die neueren Harvest Moon-Teile haben ein anderes Entwicklerstudio. Das heißt zwar noch Harvest Moon, aber es ist nicht das Entwicklerteam, was die Harvest Moon-Teile gemacht hat. Genau. So ist es. Mich erinnern die neuen Harvest Moon-Teile auch. Ich will no hate, weil ich alle nicht gespielt habe, weil die vom Look, also vom reinen Aussehen her schon mir nicht gefallen. Und auch von Trailer nicht gefallen, auch von Gameplay-Trailer nicht gefallen. Sehen die neuen Harvest Moon-Teile auch dieses Dorf des Himmelsbaums? Die sehen alle so ein bisschen aus wie schlechte Handy-Games. Sorry. Aber das ist die Wahrheit. Ich als langjähriger Harvest Moon-Spieler darf das sagen. Ich darf das auch nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Aber ich habe sehr, sehr, sehr viele Teile Harvest Moon gespielt. Und auch die nicht so guten wie A Wonderful Life, was nicht das beste Harvest Moon ist, aber trotzdem tolle Momente hat. Obwohl ich sagen muss, für mich persönlich, ich bin im Moment extremst auf der Rune Factory-Schiene. Rune Factory Frontier ist einfach das perfekte Farmspiel für mich. Das perfekte Farmspiel, weil es einfach Rollenspielelemente hat. Und wer Rune Factory hier noch nicht gesehen hat auf dem Kanal. Oh, cool. Da hast du bestimmt eine Menge Spaß mit dem Game. Wer Rune Factory noch nicht kennt oder noch nicht gesehen hat, schaut euch wirklich auf dem YouTube-Kanal. Von mir aus auch nur die erste Folge oder einfach mittendrin irgendeine Folge an, um einfach nur zu gucken, wie das ist. Rune Factory an. Das ist ein unglaublich tolles Spiel. Das macht unglaublich viel Spaß. Auch die Dating-Sachen und die Städteentwicklung und so, also dieser Sims-Aspekt ist super toll. Das macht so viel Spaß. Wirklich Spaß. Ich kann es nur wiederholen für alle, die sowas suchen. Und die neu aufgelegte Rune Factory 4 wird auch ganz toll, das werden wir auch spielen. Was Spiel hast du nach Weihnachten gekauft? Ja. Von dem guten Oma Weihnachtsmoney. Katsching, wenn die Kasse klingelt, da war die Oma zu Besuch. Wenn die Kasse klingelt, dann wirst du gut betut. The Stand Dragon Guard, so ist es. So passiert's, oder? Und das war eine Hammer-Erfahrung. Also Rune Factory ist eine Hammer-Erfahrung. Ich weiß nicht genau, ich bin nicht so der Handheld-Spieler. Das ist das. Ich kenne den ersten Teil Rune Factory, es ist halt. Du kannst es halt nicht aufnehmen oder so. Es ist einfach so übertriebener Pixelbrei. Und sieht einfach nicht geil aus. Aber spielerisch auch cool. Und die neueren Teile Rune Factory habe ich selber auch nicht gespielt. Deswegen freue ich mich auf das Remake vom 4., was kommen wird, was wir auf jeden Fall spielen werden. Und wenn das nur auf Englisch ist, dann ist es nur auf Englisch. Egal, dann werde ich euch das übersetzen wie Persona. Und es wird nicht so schlimm werden zu übersetzen wie Persona. Hoho. Also cool. Und eventuell kriegen wir auch ein Persona. Eventuell kriegen wir auch eine Rune Factory 5 nächstes Jahr. Maybe. Wir haben ein paar Sachen für die Switch vor. Wir haben auch die neuen Pokémon-Teile vor, beziehungsweise einen davon. Ihr wisst natürlich welches. Aufgrund von Suikoden wisst ihr genau welches. Ob ich Schwert oder Schild nehmen werde, Grabwächter. Ihr könnt es jetzt alle rufen und brüllen. Welche Edition von Pokémon werde ich wohl spielen? Nach Suikoden 2, nach meinem absoluten Lieblings-RPG. So ist es! Schild, meine lieben Freunde. Ja, diese Entscheidung ist schon vor vielen, vielen, vielen Jahren in meinem Leben gefallen. Vor vielen Jahren in meinem Leben. Ich wollte den Möhren eigentlich der Erdegöttin schenken. Das ist so schlimm. Auf jeden Fall, Schild. Ryo ist einfach der beste Boy ever. Und Suikoden 2 ist das beste Game ever. Und ja, es gibt Schwert und Schild, aber
Die Schildrune ist einfach der Weg zum der Weg. Einfach der Weg. Und jeder, der das nicht verstehen kann, schaut euch so die guten 2 an. Vielleicht nicht den neuen Run. Vielleicht auch den alten. Vielleicht, weiß nicht, viele von euch haben ja vielleicht nur den neuen gesehen. Guckt euch auch das Ende an vom ersten Run, weil es ist ein anderes Ende. Meiner Meinung nach ein viel emotionaleres Ende, als das, was sie gespielt haben, weil unser Ende war merkwürdig. Um es so zu sagen. Und ja, schaut euch auf jeden Fall das Ende an. Das ist übertrieben gut. Aus der ersten Staffel Suikoden 2. Dir gefallen so Wirtschaftsspiele? Nö. Mir gefällt Harvest Moon. Mir gefällt nicht LKW oder Traktor Simulator oder so. Mir gefällt auch City Skylines oder RimWorld oder so. Ich mag halt so Aufbaustrategie, ist ganz cool. Aber so Wirtschaftsdinger nicht, nein. Das muss diesen besonderen Charme haben. Ja, wisst ihr? Genau. Nein. Solche Spiele mag ich überhaupt nicht. Ich mag. Es muss nicht unbedingt. Ich meine, Harvest Moon ist Story? Naja. Es muss bestimmte Aspekte haben. Diese Art von Spiel, die ich hier mag, so wie Rune Factory oder Harvest Moon oder auch My Time at Portia, die müssen einen leichten Unterton und Story haben. Von mir aus können die RPG-Elemente haben, diese sind nicht notwendig, um das Spiel zu mögen. Die müssen den größten Aspekt haben, meiner Meinung nach. Das Spiel überhaupt ausmacht, ist die Dating-Komponente. Oh mein Gott, ein Spiel ohne diese Dating-Komponente ist einfach nur blöd. Um so zu sagen. Diese Dating-Komponente finde ich ganz wichtig. Und dann muss das Spiel einfach. Das muss einfach ein rundes Ergebnis haben. Stardew Valley zum Beispiel hat genau dasselbe Ergebnis. Harvest Moon, Rune Factory. Es gibt ein paar Ausreißer, die das auch machen. Wie gesagt, My Channel Portia zum Beispiel. Ich kenne auch Dating-Spiele mit Strategiespielelementen. Die mag ich auch sehr gerne. Zum Beispiel, wenn ihr es nicht kennt und ich wollte es eigentlich mal spielen für euch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ihr das sehen wollt. Das ist ein Spiel, ein bisschen Story sollte da drin sein. Ja, klar. Ein bisschen Story ist okay, ja. Story ist okay, hast du hier ja auch, hast du bei Stardew Valley auch. Das merkst du halt nicht. Du hast halt so einen Story-Unterton. So einen Story-Flow, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich muss halt 5 Jahre machen im Game, ich muss halt 3 Jahre machen im Game, was auch immer. Aus irgendwelchen Gründen. Das Dating ist ganz wichtig und ich könnte euch Agarest Generations of War zeigen. Ein Strategiespiel, was sich ein bisschen spielt wie Final Fantasy Tactics. Und das Interessante an diesem Spiel ist, deswegen Generations of War, also Generationen des Krieges. In der ersten Episode spielst du einen Helden und du lernst auf deiner Reise verschiedene Frauen kennen, die auch mit dir kämpfen. Und du kannst dann eine davon daten und dein Kind übernimmt dann später die weitere Reise und dein Kind setzt sich dann aus den Komponenten zusammen, also aus dem Hauptcharakter und aus dem Mädel, den du datest. Richtig interessante Story, also es ist ein interessantes Rollenspiel Dingsbumsel, macht Spaß. Gibt 4 Teile von, glaube ich, Generations of War. Mindestens, ja doch, 3 Stück. Es gibt 3 Teile, Agarest Generations of War. Und ich habe ich alle hier, machen super viel Spaß, sind nicht wirklich schwer. Aber sehen cool aus. Und sehen, wie gesagt, so ein bisschen aus wie Final Fantasy Tactics mit Animo-Grafik. Ich mag so Dating-Sachen einfach gerne. Ich hab Dings Honey Pop habe ich auch gemocht und ich mag auch so, ich weiß nicht, keine Ahnung, Dream Daddy ist jetzt vielleicht nicht das Game, was ich unbedingt spielen will, aber solche Sachen mag ich auch, einfach so richtig stumpfe Virtual Novel Dating Sachen. Katawa Chojo zum Beispiel, wer es nicht kennt, gibt's auf Deutsch, komplett auf Deutsch, auch unzensiert auf Deutsch, wer unbedingt das braucht. Obwohl man sollte schon unzensiert haben, man sieht nicht wirklich viel.
Aber es ist besser als... Es ist besser als, als ein Bild von Oktopoden. Wo man dann nicht mehr die Story lesen kann. Weil ich finde, gerade in den Szenen gibt es ja auch viel zu lesen und viel Story. Also Katawa Chojo ist ein sehr schönes Spiel, wer das nicht kennt. Und so Dating-Sim-Sachen mag, der sollte auch das angucken. Honeypop 2 kommt bald, genau. Ich mag so Dating-Sim-Sachen. Und wenn das mit Farm zusammen ist, cool. Auch mit jedem anderen Konstrukt, das ist mir egal. Hauptsache ein bisschen Farm. Ja, Hauptsache daten. Und dann egal zu welchem Konstrukt das gehört. Rollenspiel kann dabei sein, da kann Farm dabei sein. So. So, das war's schon für uns. Schön, schön. Und jetzt können wir noch ein paar Frauen glücklich machen. Blumen. Und wem das alles zu merkwürdig ist, der kann sich auch den Anime zu Katawa Chojo... Ah! Den Anime zu Katawa Chojo angucken. Anscheinend gibt's da einen. Hab ich auch nicht gewusst, weiß ich jetzt aber. Im Nachhinein und sieht ganz interessant aus. Mhm. Und wir gehen jetzt Frauen glücklich machen. Ich weiß nicht, ob ich schon jemand beschenkt habe, deswegen gehen wir mal schauen. Außerdem ist es sehr warm, Grabwächter. Ich mache noch so ungefähr Viertelstündchen, halbe Stündchen. Also den nächsten Tag mache ich noch. Und dann ist auch gut für mich. Mir ist super warm. Ich brenne rot. Ich brauche gleich ein bisschen Verarztung von Sayo. Hab mich super verbrannt. Entschuldigung, Keks. So, jetzt nochmal. Verzeihung. Hab mich super verbrannt. Macht grad wenig Spaß. Deswegen mache ich heute nicht ganz so lange. Einfach damit ich gleich ein bisschen verarztet werden kann. Leider, wenn ihr nicht wisst, wie man verarztet wird, wenn man harten Sonnenbrand hat, macht das nicht zu Hause nach, aber es ist die Wahrheit. Das hat mir letztes Jahr auch geholfen, weil ich habe mich letztes Jahr sehr schlimm verbrannt. Das ist Quark auf die Haut. Und es gibt nichts Ekelhafteres auf der ganzen Welt, als Quark auf der Haut zu haben. Nichts. Es riecht nach saurer Milch, weil dein Körper warm ist. Es ist widerlich. Aber es hilft so krass. Du hast keine Schmerzen. Deine Haut pellt nicht mal, weil alles ist cool. Aber da muss ich gleich auch wieder durch die Behandlung. Ich habe keine Lust. Ich will nicht. Ich will lieber bei euch bleiben und weiter Computerspiele spielen. Ich kann nicht. Rick, das wir uns zu sehen. Kommst du hier lang? Wie, du gehst durch die Stadt. Rick, hey, Buddy, hey. Ich meine jeden im Dorf, außer Kai. Der kommt den Sommer über, macht alle, jeden Volk und dann geht er wieder. Popuri und Mama sagen nie etwas Böses über Kai. Er ist beliebt bei Frauen, aber ich mag seine Art nicht. Okay, ja. Ich verstehe das. Also. Eine Woche Aloe Vera, seitdem sind nun die Sonne geschieden. Oh nein, aber sie ruft dich immer noch an, oder? Oh. Du warst heute von 16 bis 21 Uhr im Garten. In der heißen Sonnenzeit. Das ist die Zeit, wo die Sonne am stärksten ist, kurz vor dem Sonnenuntergang. Also die Nachmittagssonne, die ist sehr heftig. Sehr schlimme Sonne. Schlimm. Da musst du aufpassen. Ich hoffe, du hast dich nicht verbrannt und du hast dich entweder geschützt mit langer Kleidung, auch wenn es blöd ist, oder mit viel Eincreme. Checker Makai auch nicht. Okay, das ist gut. Dann bist du und Rick. Dann seid ihr ja richtige Freunde. Da geht einiges. Checker. Das hätte ich nicht von dir gedacht, ha?
dieser Rick. Achso, ja, du sitzt gut im Schatten, das ist auch in Ordnung. Obwohl, ich habe schon mal gehört, man kann sich auch im Schatten verbrennen. Mir wird das wahrscheinlich passieren. Ich würde mich auch im Schatten verbrennen. Ich verbrenne mich überall. Das ist halt mein. Mein Kryptonit. Sonne ist mein Kryptonit. Ich gehe immer wieder rein und ich lerne es auch nie. Das sieht so schlimm aus an meinem Arm, glaube ich. Oh Gott. Ich will euch nicht zeigen, wie schlimm das aussieht. Das ist. Oh, das kann nichts auf dieser Welt, kann mich dazu bringen, euch das zu zeigen, wie schlimm das aussieht. Ich krempel mal ein bisschen hoch. Da ist nicht so schlimm. Mein Glück, weil da bin ich tätowiert. Sonnenbrand auf dem Tattoo? Nicht empfehlenswert übrigens. Aber Rick magst du auch nicht. Aber du hast schon viel mit Rick gemeinsam, da will ich aufpassen. Morgen ist ein Fest. Das ist der Mondschautag. Heute Nacht ist der Mond am schönsten. Das können wir dann das nächste Mal gemeinsam machen, das Mondschaufest, wenn wir wieder Harvest Moon spielen, würde ich sagen. Ein guter Cliffhanger fürs nächste Mal. Mal gucken, wer mit uns hingehen will. Keiner. Ich dachte, die kommen dann zu uns, die Frauen. Wir müssen heute noch eine Frau fragen, wer hingeht. Ich frag Ellie. Ich guck mal eben im Internet. Einen Moment. Ich guck mal eben im Internet, wen ihr wissen. Ich muss mal eben auf meine Website. Unsere gemeinsame Website. Und. Nee, komm. Na. Mich erstmal selber im Internet suchen. Perfekt. Livestreaming. Umfragen. Warte, Importia. Nope. Harvest Moon Back to Nature. Da. Ellie natürlich. Gut, dann frage ich auch Ellie. Perfekt. Dann frage ich auch Ellie, ob sie mit mir das Mondschaufest ansieht. Es wird eine super tolle Zeit. Dankeschön, Sal. Genau, wer noch nicht abgestimmt hat für Harvest Moon, geht abstimmen. Eure Meinung ist wichtig. Welche Frau werden wir heiraten bei Harvest Moon Back to Nature? Ihr dürft es natürlich entscheiden. Mitentscheiden. Gemeinsam entscheiden. Nicht traurig sein, wenn euer Favorit noch nicht die vielen Stimmen hat. Trotzdem voten. Und wenn es eine Frau ist, die noch keine einzige Stimme hat. Voten, voten, voten. Ist doch für was Gutes. Kostet doch nichts. Und ihr sagt eure Meinung. Und ihr sagt die anonym. Also, frag Rick. Ich soll Rick fragen, wenn ich heiraten soll? Nee. Also wenn es um Rick geht, sollte ich Kai heiraten wahrscheinlich. Denn er sei für Popuri aus dem Rennen. Hat schon jemand gewotet. Fleißig, fleißig. Wegen der Mondschattennacht, Rick fragen. Hä, wieso? Das ist doch dein Boyfriend. Jetzt hab ich dir jetzt Sick Burn. Du hast doch mit ihm so viel gemeinsam. Warum fragst du ihn nicht, Checker? Volltreffer. Da fällt dir auch nichts mehr ein, nämlich. Fordere den Pharao nicht heraus. Du kannst nicht gewinnen. Und wenn du gewinnst, dann greift Regel 1. Pharao. Ist der fucking Pharao, was willst du machen? Gut, Vala, ich wollte gerade wieder das Glas ansetzen, dann können wir es gleich gemeinsam machen. Ja. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Fight me oder was? Achso, ja, okay, ich sehe schon. Okay.
Ach so, okay. Du kannst mir gar nicht drohen. Das ist unmöglich. Ein Liter hast du schon getrunken, siehste? Du wirst heute nicht sterben. Ein guter Tag. Ein Hoch auf diesen guten Tag, an dem Vala nicht sterben muss, weil sie dehydriert. In ihrer Wohnung. Wie sie laut Aussage Dachgeschoss 1 Milliarde Grad, fünfmal so heiß wie drin, wie draußen. Ja, ein guter Tag. Praise the Sun. Bitte, also ich weiß, viele Dark Souls Spieler unter euch, aber bitte hört auf die Sun. Don't praise the Sun. Die Sonne ist stark genug. Die müssen wir nicht mehr huldigen. Das ist vorbei. Hol dich lieber ein bisschen Awusel oder so. Der braucht noch ein bisschen Power. 1 Milliarde Grad, ja. Das ist, weil die Vala so heiß ist. Oh, da heizt sich die Wohnung so auf. Da ist auch im Winter so heiß. Oh, Grabwächter, ey, kommt schon. Awusel huldigen? Immer okay. Seht ihr, was ich meine? Wie viel Feuer sie verbreitet? Habe ich Essen daneben geschmissen? Das ist das erste Mal, dass ich Hühnerfutter daneben geschmissen habe. Mist. Außerdem wollte ich noch Hühner brüten. Ich habe alle eure Kinder weggeschmissen. Es tut mir leid. Nächste Mal. Oh Gott. Daugi! Was hast du denn hier unten? Hey du. Wollte ich nicht den Erntekorb mitnehmen, um meine Effizienz effektiver zu gestalten? Hm. Oh, es ist so warm, ne? Das Schlimmste. Was soll ich machen? Erntekorb. Dieses Gerät hier wollte ich mitnehmen. Es ist warm. Es ist der letzte Tag, den ich heute mache bei Harvest Moon. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Es ist einfach kein Tag zum Streamen. Es ist wirklich so. Ich glaube, ich muss Stream einstellen im Sommer. Ich glaube, ich mache harte Sommerpause im nächsten Jahr. Falls ich es bis zum nächsten Jahr schaffe, seid mir nicht böse. Ich mache heftige Sommerpause. Oder ich ziehe woanders hin. Fenster auf sogar. Und das ohne Hose. Also wirklich. Ja, Sommerpause. Das wäre was. Dann fahre ich rum im Sommer und ich mache Pharao-Hausbesuche. Und ein Date mit dem Pharao mache ich dann real. Dann komme ich bei euch vorbei und ihr müsst mir. Ich trinke übrigens keinen Kaffee, Wasser reicht mir. Und dann bietet ihr mir was zu trinken an und dann lachen wir ein bisschen. Dann weiß ich nicht, wenn ihr was zu zocken da habt. Da können wir ein Stündchen was zocken gemeinsam. Bisschen Koop, oder ich gucke euch mal beim Zocken zu und ich mecker mal rum, ne? Und ich entscheide mal, welche Frau ihr heiratet bei Harvest Moon. Hm? Und dann mache ich auch Rick. Dann nehme ich auch Rick. Zum Entscheiden, ja, ihr wisst schon, das mache ich dann. Und ja, das wird ganz lustig. Stimmt. In der Sommerpause. Vielleicht muss ich auch morgens etwas streamen, weil leider bin ich ein Mensch, der notorisch arbeiten gehen muss, weil ich einfach nicht genug Support bekomme. Ich brauche mehr Support. Liebe YouTube-Gemeinde, alle die nachschauen, ihr habt die wunderbare Möglichkeit auf Patreon das Ganze zu unterstützen. Außerdem nicht nur mich, sondern auch die wunderbare Arbeit von Sayo. Und da habt ihr dann alle, ihr kriegt wunderbare Fotografien und Bilder und kleine Geschichten. Und ihr unterstützt das, was ihr so gerne seht. Also findet auf Patreon unter Ahaso Arts und werdet Supporter. Und wirklich macht's möglich, dass ich morgens nicht mehr arbeiten muss. Auf geht's. Und dann mache ich doppelt. Dann streame ich in zwei Schichten. Streame ich einmal morgens und einmal abends, jeden Tag. 8 Stunden streame ich dann. Morgens 4 und abends 4. 100% versprochen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Außerdem wäre das mal extremer Dream. Ist wirklich so. Genau, da kommt auch Patreon. In den Chat. Außerdem Chat. Haben wir keinen Chat im Bild? Ich sehe es einfach noch nicht. Okay, cool. Alles klar, liegt an mir. Ich meine, klar, Befehle und Bots habe ich ausgeschaltet für den Chat.
Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und das gegossen. Das heißt, wir können los. Eben war nichts. Ja gut, wenn ja nichts ist, das verschwindet ja wieder. So habe ich das eingestellt. Wir machen zu langsam. Ja! Unterhaltet mich. Wir müssen doch irgendwann mal hier für den Duke irgendwie ihm helfen bei den Weintrauben. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Da ist die Mary gerade weggelaufen. Mist. Kann ich da rein? Yes, ich kann. Ja, dann rede ich hier mit ihr. Cool. Habe ich Blumen dabei? Nö. Hi. Oh, hallo, Farmster. Die Bücherei hat heute zu. Montag gehe ich immer mit meinem Vater auf dem Mutterhügel helfen. Baust du Feldfrüchte und Blumen an? Ich wünschte, ich hätte Felder wie deine, Farmstra. Und kauf dir doch ein bisschen Land. Land ist nicht teuer. Guten Abend. Kronbamba. Abends geht Basil einen trinken. Wenn man es richtig bedenkt, ist er ein Egoist. Der Ausdruck dieser Frau ist sehr traurig, Grabwächter. Ich guck die mal so an, warte so. Ich verstehe nicht ganz genau, was du meinst. Ich weiß, wie du dich fühlst. Außerdem ist meine komplette Gesichtshälfte rot wie ein Hummer. Nein, machst du nicht. Ich will keinen Joghurt in meinem Gesicht, das ist merkwürdig. Ich finde nicht, dass man sich in Häuser anderer auf diese Weise umsehen sollte, Farmstra. Ich weiß nicht, was mit ihrer Sprite-Arbeit ist, aber ihre Sprite-Arbeit ist extrem klasse, weil ich kaufe ihr alles ab. Die hat mich wirklich jetzt angeschrien. Dabei bin ich so empfindlich. Ellie. Echt cool, dass wir jetzt hier schon ein gelbes Herz haben. Das ist nicht schlecht. Und vor allen Dingen, wir können schon heiraten. Theoretisch, weil wir haben Haus Level 2. Das bedeutet, wir können heiraten, weil wir ein groß genuges Bett und Schlafzimmer haben. Glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das. Und als nächstes, ich meine, wir haben auch ohne Ende Geld. 20.000. Wir sollten uns nächstes Holz kaufen und die nächste Erweiterung einfach machen, weil dann kommen wir bald dahin, dass wir das Gewächshaus machen können. Und ich meine, Gewächshaus im ersten Jahr ist relativ sick. Gerade vor dem Winter wäre ein Gewächshaus extrem krass. Mal schauen, ob wir das schaffen. Müssen wir was machen, um Ellie zu fragen? Nö, wir waren ja da. Nö, okay. Gut, dass wir daran gedacht haben, heute jemanden zu fragen, der mit auf das Mondschaufest geht. Oh boy. Nee, wir müssen nichts machen. Ich glaube, wir müssen die morgen ansprechen oder diesen Morgen einfach alle auf dem Mutterhügel. Und ich kann dann da mit jemandem reden, der da mit mir das Fest verbringt. Und ich habe dann eine Cutscene exklusiv mit den Leuten. Oder ich gehe einfach da hoch und da ist einfach jemand, der auf mich wartet mit den meisten Herzpunkten. Irgendwie so war das. Also relativ crazy, diese ganzen Herz-Events. Beziehungsweise diese ganzen Feste. Aber wird schon irgendwie laufen. Wird schon irgendwie gehen. Wie viele Fische haben wir eigentlich? Ich wollte nur mal gucken. 15 Fische! Hey, du da! Sorry, Bro. Okay. Hey, zu viele Fische sind nicht gut. Wir sind am Ende angekommen für diese Folge Harvest Moon Back to Nature für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nochmal, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, bitte. Überlegt euch, das Ganze zu unterstützen. Meistens ist es gar nicht viel. Auf Patreon habt ihr sogar volle Kontrolle darüber, wie viel ihr unterstützen wollt. 1 Euro, 2 Euro, 25.000 Euro, alles ist möglich. Hilft dem Kanal in jedem bisschen. Und auch hier auf Twitch, vielen Dank, dass ihr dabei wart, live. Auch ihr, für euch gilt natürlich dasselbe. Unterstützt das Ganze, wenn ihr es sehen wollt. Bitte bedenkt, werdet eine Community, seid eine Community. Community zu sein ist nichts Schlimmes, denn Community zu sein bedeutet einfach, die Stunden, die ihr hier vorsetzt, einfach auch mit gutem Gewissen nutzen zu können, um auch einfach mit den Leuten, die das auch feiern, einfach zu interagieren. Vielen Dank dafür. Wir sind wieder zurück irgendwann. Höchstwahrscheinlich dann beim nächsten Mal Harvest Moon. Und wenn es heißt, hier spricht Ustra. Und fast jeden Tag live auf Twitch, wenn ihr dabei sein wollt. Ihr findet mich ab 20 Uhr. Bye, bye.